Nein, das wäre ich nicht mit dem, der sein können. Okay, da muss ich hin, aber da will ich jetzt nicht hin. Wir müssen nach oben. Das Problem ist, da ist nur der Boulevard, das heißt, wir können eigentlich nach unten. Das ist nur, da ist die Tür, die andere. Okay. Hier ist jetzt niemand. Außer Rattenkäfige. Yay. Nein, hier sind es auch keine. Okay. Hier ist noch ein Buch. Ausdruck aus einem Werk, das einen der sieben Gebote erläutert. Das dritte Gebot. Säume die rastlosen Hände, die schnell zu Gehilfen von Outsiders werden. Frei von der Erhabenen. Erhabere Arbeit, eilen sie zu schäbigen Gewinn, leeren Streben und Taten der Gewalt. Welchen Wert haben die Hände, die stehlen, töten und zerstören? Setze stattdessen deine Hände in den Pflug, die Gabeln und den Spaten. Denn selbst die niedersten Arbeit drückt die Muskeln wie ein Schwamm, der Unreinheit aus Geist und Körper entlässt. Ah ja, habe ich glaube ich schon mal gelesen. So ein Schmarrn. Okay, ich meine, das ist nett, man sollte schon mehr töten, also das stimmt schon, aber ich kann auch nichts dafür. Auszug aus einem Regierungsprotokoll zur Krankheitsvorbeugung. Ja, das bringt uns nicht allzu viel. Was darüber hinaus wandten jedermanns Ort vor abergläubischen Praktiken. Es ist nicht nur wirkungslos, zwei Hexenfische und eine Katze gemeinsam zu verbrennen und die Namen der an der solche Verstorbenen zu rezitieren, wenn man die dabei entstehenden Dämpfe inhaliert. Es wird von den Aufsehern und auch als Ketzerei angesehen, die mit der vollen Härte des Gesetzes ausbestreiten. Okay. Oh Mann. Kugeln, okay, wir können keine Kugeln. Wir nutzen auch unsere Pistole eigentlich gar nicht. Aber ich muss dazu sagen, ich will sie eigentlich auch gar nicht nutzen. Da ich es einfach nicht will. Okay. Okay, hier steht ein Säbel. Aber sonst ist hier auch niemand. Ich glaube, das ist das Säbel von den Typen, die wir da oben erledigt hatten. Ich weiß. Da sind die Ratten. Oh, ein Apfel. Was zum Futtern. Sonst ist hier jetzt auch niemand. Sehr lustig, dass hier überhaupt keiner mehr ist, außer die zwei Wachen, die da waren. Okay, hier ist uns auch nichts. Nee. Einfach fallen lassen. Alles gut. Da liegt ein Arm. Okay. Fütterungsprotokoll. Vierter Tag. Monat des Winters. Gemischt menschliche Überreste. Großer Appetit. Zehnter Tag. Monat des Winters. Ein Sack tyrannischen Erbsen. Angestoßen, verrottet. Ratten zeigen kein Interesse. Elfter Tag des
elfter Tag, Monat des Windes, eine Büchse eingelegte Wallfleisch verzehrt. 13. Tag, Monat des Windes, menschlicher Körper konnte noch immer Körperteile erkennen. 17. Tag, Monat des Windes, keine Fütterung, Geister, gesteigerte Aggressivität, vereinzelte Kannibalismus. 20. Tag, Monat des Windes, Vorfall mit letzten Dienstmädchen, werde Fütterung bis zum ersten Tag, Monat der Dunkelheit aussetzen. Okay. Diese Viecher sind also schon länger nicht mehr gefüttert worden. Da. Kann ich die jetzt kontrollieren? Nö. Auch niemand. Okay. Verdammt, ich habe alle Ratten umgebracht. Das ist jetzt doof. Sonst hätte ich nämlich mal versucht, da reinzukommen. Das war's, glaube ich, hier schon auch. Gibt nichts mehr hier zu sehen. Alles jetzt schon gesehen. Ja, ich weiß, da oben ist das Herz und ja, ich mache mir schon auf den Weg. Trampel, trampel, trampel. Okay, es ist auf jeden Fall ganz oben. Als der Damm rasch aus der Fluss hinein, ein ganzer Stadtteil lag im Dunkeln. Hilfe. Dagegen gerannt. Bin ich jetzt hier? Ah, jetzt bin ich hier unten. Ah, gut, hier wollte ich auch hin. Hat nicht funktioniert. Okay, da komme ich auch nur hier unten raus. Schade. Ach, das ist die Uhr, die ist so tick zu laut. Mann. Ein hässliches Vieh. Hier waren wir schon. Wir müssen uns merken, dass wir vor allem auch oben wieder rausgehen und nicht erst woanders. Das wäre nämlich sonst doof. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ob hier Wachen sind. Okay, wir speichern immer eben hier. Aber etwas weiter oben. Ich gebe denjenigen einen Haus, der es getan hat. Aber was schreibst du in dem Bericht? Ich werde schreiben, dass wir da einen von Slackjaws Männern fanden, tot und blutig, und dass du ein Riesenidiot bist. Okay, da steht er jetzt. Jetzt kommen wir da raus, verdammt. Du
So. Weil nur zwei Leute, ne? Nur gucken, wer Typ ist. Okay, er läuft da rum. Wie gesagt, ich versuche jetzt gerade so wenig wie möglich umzubringen. Aber ich sehe jetzt auch nicht, wo der langläuft. Okay. War es das jetzt? Nö, hier ist uns keiner mehr. Hier nicht. Der schläft jetzt erstmal seelenruhig. Es bleibt auch so, dass die erstmal schlafen. Okay, hier geht's raus. Da ist der Hinweis. Warum muss. Hier ist kein Arzt oder sowas, ne? Also dieser Typ da, der hier angeblich sein soll, dieser Doktor, der ist nicht da. Auch so krass. Aber nur Handelskammer, okay. Entschuldigung. Rattenfängerin Lena, ah, okay. Auszug aus den Notizen eines Naturphilosophen. Hm. So, falls ihr das lesen wollt. Entschuldigung. So. Da sind mehr Flaschen. Da ist der Hinweis. Da ist ein toter Fisch. Ein Buch. Yay. Gekürzte Gespräche, Anhang eines formellen Berichtes eingereicht von Gruppe 17a der Stadtwerke. Oh ja. Yay. Lassen auch unten die Schnarchnasen noch ein bisschen schnarchen. So. Noch ein toter Fisch. Waschbecken. Sonst ist hier nichts Interessantes. Leere Flasche.
Ja, danke. Ich verzichte mal drauf, hier was zu trinken. Da hinten haben wir noch was. Aha. Okay, das sind nur Münzen, die wir da kriegen. Jetzt können wir, glaube ich, da unten in den Dings rein. Das werde ich jetzt mal testen. Da, wo die anderen Ratten drin waren. Hatte ich doch, oder? Ah. Ihr seid frei, kleine Ratten. Ihr seid frei, kleine Ratten. So, jetzt aber. Und wir gehen natürlich oben wieder raus. Weil unten die... Auf die habe ich jetzt nicht wirklich Lust. Wo kam denn eigentlich rein? Ah, da. Leider mit zwei Toten. Wir gehen da mal hier raus. Achso. Komm raus, sofort! Sieht nach einem Herumtreiber aus. Okay, die suchen uns immer noch. Sollen sie es machen? Ist mir egal. Ja, ja. Sucht mich nur weiter. Ich bleib hier. Hier oben. Dass sie mich immer noch suchen, finde ich ein bisschen krass. Okay. Ich kann zumindest versuchen, mich so lange zu verstecken wie möglich. Alle, hopp. Das hat weh. Okay. Hi. Entschuldigung, musste mich gerade mal ganz kurz jucken. Und wir Ladebildschirm. Eigentlich haben wir hauptsächlich Ladebildschirme wieder mal. Das ist. Eigentlich habe ich so das Gefühl, dass dass viele Spiele hauptsächlich nur noch aus Ladebildschirmen bestehen. Hey, 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 Moment! Mir fällt gerade auf, warum zahle ich immer den ganzen Whisky? Ach, als Maul. Du weißt doch, dass ich nicht weiß, welche Münze wie viel wert ist. Schon peinlich. Tja. Wir gehen mal hier weiter. Hallo? Ich weiß, dass was in der Nähe ist. Wir können es aber nicht mitnehmen. Oh, verdammt. Das wäre beinahe schief gegangen. Wir gehen jetzt mal hier lang. Lalalalalalala. So. Ist der nicht mehr hier? Hoppla. Ach, guck mal. Das brauche ich doch sowieso nicht. Ich eher als ihr. Was sind der jetzt so? Ach, muss jetzt unbedingt woanders da sein. Hätte nicht im Büro sein können. Ach, da oben. Cut. Hopp. Ich hatte Hunger. Vielleicht einen Brief. Butting. Dieser Kunsthändler hat Geschmack. Wenn es jemanden in Donwell gibt, von dem man was klauen sollte, dann ist er das. Wer immer seinen Tresor knackt, kriegt den doppelten Anteil. Ist das zum Rauchen oder Essen? Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Dann schieß los.
Fletcher. Ich bin's, Crowley. Für den Fall, dass du nicht zurückkommst. Du hattest recht. Jemand will deinen Tod. Will die Destillerie übernehmen. Die ganze Bottle Street Gang. Kommst nie drauf, wer es ist. Hatte auch keinen Schimmer. Deshalb brauchte ich so lang. Wollt sicher gehen. Was ist das? Ah! Nein! Nein! Ah! Crowley ist tot? Schade. War einer meiner besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachungen. Nimm den Schlüssel hier. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat Bordell. Siehste? Slackshaw hält sich an Abmachungen. Fast wie die Männer, die die Stadt regieren. Vielleicht ein bisschen besser. Denk drüber nach. Vielleicht können wir uns noch mal helfen. Ich kann die Pendletons für dich erledigen. Leise und ohne Mord. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Na gut, komm wieder, wenn du es dir anders überlegst. Du? Nee, wir machen das diesmal nicht so. Okay, kommen wir nicht durch. Hätte sein können. Ah, leer. Wir gehen nie den direkten Weg. Das macht keinen Spaß. Mir ist lieber, wenn wir jetzt hier reingekommen wären, aber... Egal. Wir hatten eh nur noch zwei Plätze frei und die haben wir ja schon vergeben. Nö, okay. Hätte sein können. Unser Schwert ist Rekord. Und wieder gehen. Richte das Herz auf eine Person und nutze es, um Geheimnisse zu hören. Hätte mir vielleicht mal bei diesem komischen Slack Joe oder wie auch immer der heißt machen sollen, aber egal, ist jetzt zu spät, jetzt gehe ich nicht nochmal.